Das ist die Geschichte von Gerald Pei. Als junger Mann war er mit einer ziemlich faszinierenden Persönlichkeit befreundet und gemeinsam waren sie in einer Straßengang namens die Bösen Jungs. Der Anführer dieser Gang sollte zu einem der größten Verbrecher, die das Land je gekannt hatte, werden und Gerald zu einem seiner wichtigsten Männer. Der Anführer dieser Gang war Ridwan Tachi. Über Jahre hinweg erledigte Gerald Pei die verrücktesten Aufträge für Tachi, was dazu führte, dass er ein Leben auf der Flucht führte. Er entkam jahrelang den Händen der niederländischen Strafverfolgungsbehörden, schaffte es aus Gefängnissen zu entkommen, aber beging dann einen Fehler, einen großen Fehler. Gerald Pei war einer der wichtigsten Vertrauten von Ridwan Tachi, Mitglied des Superkartells. Die beiden kannten sich schon seit ihrer Jugend und waren Mitglieder der gleichen Jugendbande aus Utrecht, die Bösen Jungs. Während Ridwan Tachi zu einem der größten Schmuggler des Landes wurde, sollte Gerald zu seinem wertvollsten und vertrauenswürdigsten Auftragsmörder werden. Wenn Tachi etwas erledigt haben wollte, war Gerald oft sein erster Ansprechpartner. Gerald hatte eine lange Liste von Straftaten. Er war Mitglied einer Bande organisierter Kriminalität und beteiligte sich an Schießereien und Raubüberfällen. Eines der ihm vorgeworfenen Vorfälle betrifft das, was am 9. September 2015 Ronald Bakker widerfuhr. Ronald Bakker war Angestellter eines Spionagegeschäfts in Newegain. In diesem Spionagegeschäft konnte man Spionage-Equipment wie Tracker, PGP-Telefone, Störsender und Kameras kaufen. Die Strafverfolgungsbehörden ermittelten gegen eine Gruppe, die Fluchtfahrzeuge, Waffen und weiteres vorbereitet haben soll. Diese Gruppe galt als Vermittler von mehreren in den Niederlanden in Auftrag von Tachi durchgeführten Morden. Zwei Verdächtige in dieser Ermittlung hatten das Spionagegeschäft von Ronald Bakker besucht, um einige Artikel zu kaufen. Die Strafverfolgungsbehörden ordneten daher an, dass das Spionagegeschäft alle Informationen wie Quittungen und Kameraaufnahmen herausgeben sollte. Das Spionagegeschäft wurde gezwungen, bei dieser Ermittlung mit der Polizei zusammenzuarbeiten. Und das sollte zu einem sehr tragischen Ereignis führen. Die Gruppe um Tachi erfuhr, dass das Spionagegeschäft mit der Polizei kooperiert hatte und dachte, dies sei der Hauptgrund, weshalb einige Mitglieder verhaftet wurden. Dies machte sie wütend, da sie glaubten, das Geschäft habe sie verraten. Dieses Ereignis ist ein Beispiel von Tachis Rücksichtslosigkeit und seiner extremen Racheausübungen gegenüber jedem, der ihn verrät. In einem Moment der Anspannung zeigen aufgedeckte PGP-Nachrichten, wie Tachi die Situation völlig übertrieb. Er dachte, die Mitarbeiter des Spionagegeschäfts hätten seine Leute verraten und behauptete sogar, dass die Mitarbeiter des Spionagegeschäfts seine Leute ausspionieren würden. Er sagte sogar, dass diese Mitarbeiter Ortungssender und Mikrofone in die Autos seiner Leute eingebaut hätten. Die Gerüchte wurden immer wilder. In Wirklichkeit war nichts davon wahr. Das Spionagegeschäft wurde gezwungen zu kooperieren, sie hatten keine Wahl. Und bisher hatten sie nur Kameraaufnahmen und Quittungen geteilt, nichts weiter. Ridwan Tachis bösartiger Verstand allerdings kam sofort auf Vergeltungsgedanken. PGB-Nachrichten enthüllten, dass er vorhatte, eine Bazooka auf das Geschäft abzufeuern. Zuerst schlug er vor, es könne nachts gemacht werden, denn das würde eine ausreichende Botschaft senden. Aber Tachi wäre nicht Tachi, wenn er sich nicht entschieden hätte, noch einen Gang hochzuschalten. Es musste tagsüber geschehen, mit Menschen im Laden. Ihm nach wäre das eine wirklich starke Botschaft und niemand würde es mehr wagen, ihn zu verraten. Er dachte sogar daran, Äpfel, wie er sie nannte, zu werfen, ein Umgangswort für Granaten. Aber das wäre immer noch nicht genug gewesen. Hier kommt Gerald Pei ins Spiel. Am 9. September fuhr Ronald Bakker nach einem weiteren Arbeitstag im Spionagegeschäft nach Hause. Völlig ahnungslos, was gleich passieren würde, kam er gegen 18.20 Uhr zu Hause an. Seine Frau wartete auf ihn und hörte, wie er ankam. Ein junger Zeuge auf seinem Fahrrad sah einen Mann in einer schwarzen Motorradjacke mit Helm auf Ronalds Auto zugehen und sie hatten sogar für einen kurzen Moment Blickkontakt. Das störte diesen Mann überhaupt nicht und er begann auf Ronald Bakker abzufeuern, der immer noch in seinem Auto saß und keine Chance hatte. Der Mann stieg auf sein Motorrad und raste davon. Seine Frau hörte die Schüsse und das davonrasende Motorrad. Als sie aus dem Fenster schaute, sah sie, was ihrem Mann soeben widerfuhr. Der Mann auf dem Motorrad wurde später von der Polizei als Gerald Pei identifiziert. Ronalds Frau und Kinder waren am Boden zerstört. Als sie das mögliche Motiv hörten, waren sie noch trauriger, da Ronald nur seinen Job machte und das tat, was ihm von den Strafverfolgungsbehörden befohlen wurde. Er hatte nichts von dem getan, was Tachi angeblich dachte. Ein weiterer interessanter und fragwürdiger Vorfall ereignete sich in der Nacht vom 9. auf den 10. Dezember 2016. Gerald hatte zwei Kriminellen einen gut bezahlten Job versprochen.
Die beiden Männer waren Eduardo P., 28 Jahre alt, und Shernan B., 35 Jahre alt. Eduardo P. kannte Jerrell aus dem Nachtleben und der Untergrundszene, in der er einige Zeit aktiv war. Er dachte, er sei mit Jerrell gut befreundet, da er oft zum Abendessen vorbeikam, wenn Jerrells Mutter gekocht hatte. Eduardo P. hatte genug von der Unterwelt, aber da er mit Jerrell befreundet war, vertraute er seinem lukrativen Jobangebot und entschied sich, daran teilzunehmen. Außerdem half es ihm auch, seine Schulden bei einigen Leuten zu begleichen. Eduardo dachte zunächst, es handelte sich entweder um einen Raubüberfall oder darum, einige Kilos aus Containern im Hafen von Rotterdam zu holen. Beides wäre für ihn kein Problem gewesen. Es war jedoch keins von beiden. Es war etwas völlig anderes. In dieser Nacht trafen sich Eduardo und Shernan mit Jerrell in Utrecht. Jerrell forderte beide Männer auf, ihre BGB Blackberries in ihrem Auto zu lassen. Jerrell durchsuchte sie nach Waffen und forderte sie auf, sich zu ihm in den gestohlenen Audi A6 zu setzen. Beide Männer brachten Handschuhe und Sturmhauben für den vermeintlichen Job mit und waren bereit für Action. Jerrell fuhr weiter. Er fuhr in Richtung Nord-de-Luz, eine sehr abgelegene Gegend mit vielen Rasenflächen und nicht wirklich ein Ort, an dem man mitten in der Nacht wäre, da es keine Lichter gab. Jerrell parkte das Auto und befahl den Männern auszusteigen. Nach einem kurzen Gespräch griff Jerrell plötzlich nach einer Waffe aus seinem Hosenbund und traf Eduardo direkt ins Gesicht, in die Schulter und den Oberkörper. Shernan B. rannte sofort auf die Rasenfläche zu und sprang in einen Graben. Allerdings wurde er bis dahin bereits 6-mal in den Rücken, die Schulter und die Hüfte getroffen. Jerrell dachte, seine Mission sei erfolgreich gewesen, also stieg er zurück in sein Auto und fuhr davon. Eine Stunde später fuhr ein unschuldiger Passant auf derselben Straße und sah etwas im Gras liegen. Er beschloss, sein Auto zu parken, um nachzuschauen. Zuerst sah er nur einen der beiden Männer. Der unschuldige Passant rief sofort den Notdienst an. Der Krankenwagen und die Polizei kamen daraufhin ziemlich schnell. Erst nachdem sie den Tatort untersucht hatten, entdeckten sie einen weiteren Mann weiter unten bei den Rasenflächen. Überraschenderweise überlebten beide Verdächtige. Als die Ermittlungen gegen den Verdächtigen begannen, zeigte die Polizei beiden Opfern ein Bild von Jerrell. Beide identifizierten ihn als den Täter. Eduardo sagte später vor Gericht, er fühle sich von Jerrell verraten. Er sagte, ich war ein guter Freund von ihm. Ich sah ihn als Familie. Ich habe sogar bei seiner Mutter zu Hause gegessen. Ich hoffe, er wird gefasst, damit er das niemand anderem antut und ich dieses Kapitel abschließen kann. Ein Motiv für diesen Vorfall wurde nie bekannt, aber die Tatsache, dass die beiden noch am Leben sind, ist unglaublich. Dieser Vorfall zeigt, wie skrupellos Jerrell ist. Was glaubt ihr, könnte der Grund dafür sein? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen. Nach diesem Vorfall floh Jerrell sofort nach Suriname. Das kleine südamerikanische Land ist ein Versteck, das Jerrell gerne aufsucht. Die niederländischen Behörden informierten sofort die Polizei in Suriname. Jerrell hatte überhaupt nicht die Absicht, sich in Suriname bedeckt zu halten. Er lebte sein Leben und ging auf Partys. Leider würde eine Party, an der er in Paramaribo teilnahm, für eine Weile seine letzte sein, denn er wurde im März 2017 verhaftet. Es waren nur 3 Monate nach seiner Ausreise aus den Niederlanden. Suriname war sich seiner Vorstrafen bewusst und brachte ihn in ein Hochsicherheitsgefängnis in Paramaribo. Aber ich glaube, so sicher war es am Ende doch nicht. Nur 2 Wochen nach seiner Inhaftierung ging etwas schief. Jerrell hatte einen Termin mit seinem Anwalt, der außerhalb seiner Zelle in einem kleinen Raum stattfinden sollte. Nach einem kurzen Gespräch im Raum sagte Jerrell, er müsse wirklich dringend auf die Toilette. Er durfte raus, aber als er wieder in den Raum zurückkehrte, trug er eine Waffe bei sich. Er hielt den Sicherheitsbeamten mit vorgehaltener Waffe fest und schaffte es, aus dem Gefängnis zu fliehen. Direkt vor dem Gefängnis wartete ein Fluchtauto auf ihn. Das war nicht nur unglücklich für die niederländische Polizei, weil sie auf seine Auslieferung warteten, es war auch ziemlich peinlich für das Gefängnis und die Polizei in Suriname. Bis heute ist nicht klar, wer die Waffe für Jerrell im Badezimmer versteckt hat, aber höchstwahrscheinlich war es sein Anwalt. Wer auch immer dafür verantwortlich sein mag, Jerrell war wieder ein freier Mann und blieb jahrelang unauffindbar. Es dauerte 4 Jahre, bis Jerrell wieder auf dem Radar auftauchte. Interpol in Brasilien erhielt einen Tipp von der amerikanischen Drogenbekämpfungsbehörde, dass sich Jerrell in Rio de Janeiro aufhalte, einer Stadt mit fast 7 Millionen Einwohnern. Die brasilianische Polizei hatte nur sehr wenig Informationen, begann aber dennoch eine Untersuchung. Nach weiteren Ermittlungen gelang es der Polizei, die Umgebung, in der sich Jerrell aufhalten könnte, einzugrenzen. Aber trotzdem, mit den vielen Hochhäusern und Hunderttausenden von Menschen in diesem Bereich, war es wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Die Polizei sagte einem niederländischen Nachrichtenreporter, dass Jerrell ein sehr geheimes Leben führe, ein großer Unterschied zu seinem Leben in Suriname, wo er ausgegangen wäre. Sie dachten, es wäre eine gute Idee, so viele Menschen wie möglich in der Umgebung, in der sich Jerrell verstecken könnte, darauf aufmerksam zu machen.
Von Straßenverkäufern über Angestellte von Hotels und Wohnkomplexen bis hin zu Ärzten. Wirklich jeder. Das sind oft Menschen, die lange an einem Ort arbeiten und mit ihren Stammkunden vertraut sind, was es ihnen ermöglicht, sofort jemand Unbekanntes zu erkennen. Nach 3 Monaten des Zusammentragens verschiedener Hinweise fand die Polizei ein Gebäude, in dem Gerald lebte. Aber als ob er es gespürt hätte, zog Gerald plötzlich in ein anderes Gebäude um, 10 Kilometer von seinem alten entfernt. Es blieb wochenlang ruhig. Die Polizei teilte weiterhin sein Foto mit den Anwohnern, Sicherheitsleuten und Geschäftsangestellten. Dann informierte plötzlich ein Sicherheitsbeamter, der im neuen Wohngebäude von Gerald arbeitete, die Behörden, dass er weitere Informationen hatte. Die brasilianische Polizei richtete sofort einen Plan ein, um ihn zu schnappen. Aber es war weiterhin schwierig, weil Gerald nichts bestellte, nie seinen eigenen Namen benutzte und die Wohnung mit dem Namen seiner Freundin gemietet wurde. Die Polizei hatte keine Ahnung, in welcher der hunderten Wohnungen im Gebäude er wohnte. Filmmaterial aus dem Fitnessstudio bestätigte, dass er im Gebäude lebte, jetzt brauchten sie nur noch seine Apartmentnummer. Am 7. Juli 2021 nutzte die Polizei einen cleveren Trick. Sie ließen den Mitarbeiter an der Rezeption des Gebäudes jeden Bewohner anrufen, mit der Ausrede, dass sie die Telefonleitungen testen würden. Gerald P. nahm den Hörer ab und die Polizei bestätigte, dass er es war, anhand seines ausländischen Akzents. Mit der Apartmentnummer und der Bestätigung, dass sich Gerald P. dort aufhielt, entschied die Polizei sofort zu handeln. Sie ließen einen Mitarbeiter des Gebäudes an seiner Tür klingeln. Sobald Gerald die Tür öffnete, stürmte die Polizei die Wohnung und nahm ihn sofort fest. Gerald war völlig überrascht und konnte nicht einmal Widerstand leisten. Er sitzt nun im brasilianischen Bangu-Gefängnis und wartet auf seine Auslieferung in die Niederlande. Gerald Pay war Tachis wichtigster Auftragskiller. Er erledigte viele Jobs für ihn und hatte dabei meistens Erfolg. Es ist immer noch unklar, warum er gegen Eduardo und Shernan vorging. Das wird wahrscheinlich nie enthüllt werden. Hätte er es erfolgreich durchgeführt, wäre er vielleicht immer noch auf freiem Fuß, da die Suche nach ihm nach diesem Vorfall intensiviert wurde. Gerald wurde in Abwesenheit in den Niederlanden zu 20 Jahren Gefängnis für das verurteilt, was er Eduardo und Shernan angetan hat. Der Fall von Ronald Bakker wird ihm definitiv zusätzliche Haftzeit einbringen, zusätzlich zu den anderen Verbrechen, für die er noch verurteilt werden muss.